Hey Freunde, schaut euch das mal an, was ihr hier seht. Ich war heute Vormittag nur mal so eine halbe Stunde auf dem Balkon und hab, naja, was sonst, Chilibeeren geerntet. Und zwar in einer Riesenmenge. Es sind über 1300 Gramm geworden und das in einer, ja, knappen halben Stunde. Also Wahnsinn. Und es hängt noch so viel dran, Leute. Ich bin ja noch froh, dass kein Frost kommt bis jetzt. Wir haben heute den 10.11. Und ey, das ist Wahnsinn. Können ja mal ganz kurz gucken. Hier, das sind Lemon Drops. Ein paar 70 Lemon Drops. Da werde ich wahrscheinlich Cowboy Candy rausmachen. Will ich mal probieren. Cowboy Candy mit nur Lemon Drop, wie das schmeckt. Dann habe ich hier zwei Caipirotto Trinidad. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie die richtig heißt. Capiroto Scorpion Yellow. Entschuldigung. Kann ja auch nicht alles wissen bei dieser Menge, die man da hat. Capiroto Scorpion Yellow. Hier habe ich zwei Jamaican Yellow. Die sind hier auch nur zwei. Und hier habe ich eine Menge Jace Peach Ghost Scorpion. Von einer Pflanze, die da habe ich schon mal geerntet. Und die hatte ich überwintert letztes Jahr. Und es hat echt, wie ihr seht, super funktioniert. Also massig Beeren von dieser Jace Peach Ghost Scorpion. Hier auf diesem Haufen, will ich mal so sagen, ist die T-Rex Mustard, nicht die T-Rex Red, wie ihr seht. Auch irre Beeren und eine Menge davon. Wow. Oder hier, die ist auch cool, von der ich nicht genau weiß, wie sie heißt. Ich habe sie bekommen unter dem Namen Black Diamond, nee, Bud Diamond Black, also Bud Diamond Black, aber so wie ich sie, so, unter dem Namen finde ich sie nicht im Internet. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, um was für eine Beere, was für eine Chili sollte sich das handeln könnte. Irgendeine Naga Black, also. Und die hat so ein cooles Farbenspiel, dieses Rot hier zwischendurch, dieses Schwarz mit Rot in Rot verfärbt. Also, das ist auch eine geile Pflanze. Richtig coole Beere. Hier habe ich noch ein paar Primutali. Da habe ich auch schon fleißig geerntet. Primutali Red. Das sind relativ kleine Beeren, die aber einen wunderschönen Phänotyp haben auch. Primutali Red. Ja, und jetzt sind wir auch schon durch. Last but not least, die ist auch total super. Gator Jigsaw Purple. Ich muss mal näher rangehen mit euch. Es ist auch eine Ausbeute. Es ist krass. Und ich habe schon so viel von dieser Pflanze geerntet. Wahnsinn. Und das ist eigentlich eine richtige schöne Sorte. Die kann man wunderbar räuchern und dann trocknen und ein super Räucherpulver davon machen. Und auch diese Phänotypen von dieser Bär, von diesen Bären, die sind einfach mega toll. Ich habe hier mal zwei besonders schöne rausgesucht. Das ist einmal die hier. Schaut euch mal diesen Stachel an. Mal vielleicht ein bisschen näher rangehen. Das ist irre. Der Stachel ist größer als die ganze Beere. Oder als die halbe Beere. Wie auch immer. Tolles Ding. Da traut man sich gar nicht, das hier abzuschneiden. Und man will es am liebsten so konservieren. Kann man leider nicht. Also, diese Gator Jigsaw Purple, eine so eine coole Chili. Und natürlich hat ordentlich Bums, definitiv. Hier ist die zweite, die ich euch zeigen wollte. Andersrum, hier ist der Stachel. Guckt mal, was für ein Stachel das ist. Beere noch relativ klein, so etwa Daumen, Fingernagel groß. Und der Stachel dann da dran. Cool, ich glaube, die werde ich noch ein paar Tage aufbewahren, ehe ich sie zerschneide, weil die einfach zu cool ist. Ja, Leute, ihr seht, das ist meine Ausbeute von heute vom Balkon. Und das ist noch lange nicht alles. Ich habe hier noch den zweiten Balkon, da habe ich noch gar nicht angefangen zu ernten. Also diesmal, dieses Jahr habe ich wirklich, ja, ich sage ausreichend Chilis. Chilis genug. Wer kommt denn da? Wer ist denn hier? Ist das der freche Hasko? Ja, der ist der Oma guten Tag sagen. Geh, Hasko. So, Leute, das war's hier von meiner Chili. Ach, da kommt der Ludwig auch noch. Neugierscher Knopf, gell?
Ja. Von meiner Chili-Ernte, vom Balkon von heute. Also ich bin echt platt.